Moin, moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Dead Island. Ja, ich bin von meinem PC gerade ein bisschen sehr angeschissen und angenervt und alles. Aber gut. Ja. Denn es gab gerade extreme Problemchen mit meinem Headset und ich gucke ganz kurz, ob mein Ton aufgenommen wurde. Aufgenommen wird. Bis gleich. Jawohl, alles supi. Ja, ich habe das jetzt nachgeprüft, denn ich habe ein paar Parts, das habe ich jetzt kürzlich gesehen, wo kein Ton aufgenommen wurde. Und ich muss mal hier eben, das wollte ich nämlich noch machen, die Helligkeit hochstellen. Geht das hier? Vollbild. Ich weiß es auch nicht, da muss ich mal hier eben so Momento. Ja, ich werde mal gucken, ob ich das dann in der nächsten Aufnahme heller kriege, das Bild. Ach, das hätten wir gar nicht mitnehmen brauchen. Aber gut, wir gehen hier jetzt erstmal runter. What the fuck? Auf die Nuss. Gut, hier ist nichts mehr. Denkste. Wo ist er denn? Ach, da unten. Naja, ich würde sagen, wir gehen hier erstmal einfach so durch, denn ich habe das Gefühl, dass da dann unendlich viele kommen. Erwähnte ich zufälligerweise zwischendurch schon mal, dass ich diese Typen hasse? Du Schleimbeutel! Boah, bloß weg hier. Ah! F, F, F. Okay, zum Glück können die keine Leitern klettern. Boah, das ist mir nämlich ein bisschen zu viel da unten. Und da sind wir wieder bei Dead Island. Nach einem kurzen gezwungenermaßen Computerneustart. Ja, ich musste den Computer neu starten, beziehungsweise war ich gezwungen, ihn neu zu starten, aus dem ganz einfachen Grund, da wir einen kurzen Stromausfall hatten. Also kurz bedeutet so 3 Sekunden. Der war aber gerade eben relativ schnell bei mir. Lasst mich! Ich habe nichts getan. Ja, also wir hatten so für 3 Sekunden einen kurzen Stromausfall. Aber das haben wir öfters. Ja, wie gesagt, das haben wir öfters. Diese Stromausfälle, oder nein, nicht öfters, aber hin und wieder mal ein. Fuck you. Na, auf jeden Fall hoffe ich, dass es der letzte war jetzt. War der erste wie der letzte? Von daher hoffe ich das einfach mal. Komm schon. Stirb. Du auch. So, episch. Ja. Also ich saß hier, plötzlich wurde mein Bildschirm schwarz und dann dachte ich nur so, hä? Was geht denn jetzt ab? PC abgestürzt? Dann habe ich nochmal auf meinen PC runtergeguckt und habe gesehen, dass sogar die Betriebsleuchte aus war. Und dann wusste ich, ah, Stromausfall. Ui, schwerer Holzknüppel. Da hat sich doch gelohnt dann. So, das hätten wir dann. Hier war nichts. Genau.
Und dann überprüfe ich nochmal eben, ob meine Sprache aufgenommen wird, wenn ich oben bin. Und jo, dann bis gleich. Alles Paletti. Der ist tot. Und ich würde sagen, dann heißt es, weiter geht's. Da vorne steht jemand. Komm, mach mal zu. Also ich kann jetzt nicht genau identifizieren, ob das ein Mensch oder ein Zombie ist da vorne. What we Was sagt got ihr? here? Wieder das Stockmesser. Ja, komm, tauschen wir aus. Ach, können wir so mitnehmen oder was? Scheint so, ja. Gut. Wir bleiben mal hier bei dem Baseballschläger. Fick dich. Können wir hier durch? Ja. Ja, bedingt. Komm, mach ihn fertig. Jawohl, episch. Und wir haben endlich einen Stufenaufstieg. Das bedeutet, wir könnten jetzt nochmal wieder zurückgehen zu diesem Einkaufsladen. Und da könnten wir dann diesen einen Hammer da holen. Ich meine, das war ein Hammer. Aber gut, wir werden jetzt hier uns erstmal darum kümmern. Adrenalin ist das beste Schmerzmittel, bla bla bla. Geldmagnet erhöht die Menge des erbeuteten Geldes. Darauf wollte ich skillen, ne? Was ist das? Erhöht die Experience Points für das Brechen von Knochen von Feinden. Rückschlag. Feinde erhalten Schaden, wenn sie dich niederwerfen. Oh, das ist auch nice. Kampfschwäche ausnutzen. Was ist das nachher? Oh, das will ich haben. Licht aus, erhöht K.O.-Zeit. Okay. Okay. Was haben wir hier? Instandhaltung. Das ist Mühelosigkeit. Wir müssen auch mal was Neues machen, ne? Ach komm, ich skill nochmal auf Mühelosigkeit. Schade, ich dachte, es sei jetzt hier freigestellt. Wie viele habe ich denn hier abgegradet? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vielleicht muss man zwei aus jeder Reihe skillen, damit das hier freigeschaltet wird. Das wäre ja natürlich blöd. Ach, haben wir noch einen Skillpunkt? Das wäre ja lustig jetzt. Dann würde ich nämlich... Nee, haben wir nicht. Schade. Gut, sonst hätte ich das hier nochmal genommen. Aber gut. Wir werden erstmal ein wenig reparieren. Reparieren. 16.000 haben wir. Alter. Naja, können wir auch gut gebrauchen, wie man sieht. So, Upgrade. Hier upgraden. Eigenbaumachete kann abgedingst werden. Langsam mal Pistole. Die noch. Schrotflinte. Langsam mal verformtes. Das Gewehr noch zweimal. Was haben wir hier? Das Stockmesser kann einmal. Den Holzknüppel. Universal-Axt. Dann gucken wir nochmal, was wir hier beim Modifizieren machen können. Zauberstab. Ich bin ein Zauberer. Ich habe herausgefunden, wie man einen echten Zauberstab, naja gut, eigentlich Stromstab, fabriziert, der so einen Wichser mit einem einzigen Schlag umwirft. Versuche, alles so zu machen, wie es in der Beschreibung. Was? Versuche, alles so zu machen, wie in der Beschreibung. Und falls du dich nicht selbst unter Strom setzt, wirfst du die Feinde wie Feinde um wie ein verdammter Zauberer. Schockpistole haben wir, Starkstrom. Wie mein Vater immer zu sagen pflegt, das Einzige,
Was besser als eine Batterie ist, sind zwei Batterien. Und zwei Batterien, die an eine solide Klinge befestigt sind, lassen so eine lebendige Leiche mal richtig zittern. Test bestanden. Okay. Fackel. Gemacht. Hier steht eine herzustellen. Stacheldraht. Ich habe eine einfache Möglichkeit beschrieben, verschiedenste Arten von Knüppeln mit Stacheldraht aufzuwerten. Dank dieser einfachen Vorgehensweise kannst du mit solch einer Waffe unglücklichen bla. Okay. Stacheldraht. Ganz kurz, was brauche ich dafür? Ich will mal eben gucken. Ach, Stacheldraht brauchen wir dafür. Ja. Machen wir das. Schocker. Ich habe herausgefunden, dass ein Stück einer Klinge und etwas Elektrizität ausreicht, um einen der Hurensöhne zu betäuben. Ja. Ich bin allerdings nicht so der Klingenfreak, darum eher den Zauberstab. Langsame Pistole. Ne, wir haben schon eine Schockpistole, da brauchen wir nicht noch eine. So. Ui, nice. Das ist gut, dass wir das gemacht haben. Und es wird gerade relativ kalt, weil ich mein Fenster aufgemacht hatte. Und wir haben schon, ich weiß jetzt, Moment, 11. 11. Dezember. Draußen liegt jetzt ausnahmsweise kein Schnee. Ich habe das Fenster eben zugemacht. Draußen liegt jetzt ausnahmsweise kein Schnee. Bisschen Radio hören. Weil der schon wieder weggetaut ist. Ja, also es hatte mittlerweile schon bereits geschneit, aber wie gesagt, ist halt schon weggetaut. Sieht ungesund aus. So, mal gucken, wo kommen wir hier denn noch vorbei? Ach, noch so ein Creeper. Hallo. Okay, das hätten wir mal eben hier Licht machen. Oh, ich wusste es, ey. Down. Ach, mir ist gerade eine Idee gekommen, was wir noch machen könnten. Oder was wir probieren könnten. Und zwar will ich mal gucken, wir haben ja jetzt den Streitkolben modifiziert, ob wir diese modifizierte Waffe, also ob das auch als Waffe gilt und wir den aufwerten können. Hier upgraden. Nee, können wir nicht. Aber ich kann ihn jetzt hier nochmal reparieren. Boah, da geht aber echt schnell kaputt, das Scheißding, ey. Muss ich nochmal demnächst auf Instandhaltung skillen. So. Nochmal hier ganz kurz gucken. Hier ist nix. Gut. Hier ist auch nichts. Nichts. Was ich mich an dieser Stelle frage, was machen eigentlich so viele tote Menschen in der Kanalisation? Das ist doch voll übertrieben. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, hier weiterzugehen. Ach so, hier geht das dann. Ah, hier ist Ende. Maybe there's something in here. Doch, es war eine gute Idee, hier längs zu gehen. Definitiv. Ach, einen Moment hier. Wir haben doch noch so einen kaputten. So ein kaputtes Messer. Nee, nicht das. Das auch nicht. Welches war denn das? Brutal. Achso, nee, das war das sogar. Okay. Gut, wir bleiben aber bei dem hier. Wie sieht's denn hier aus? Ich meine hier bei der Keule, da.